Jetzt ist mein Mikrofon an. Ah. Ich habe drauf gesessen wahrscheinlich gerade eben. Sorry dafür. Ich bin noch nicht auf der Bühne. Nee, du bist noch nicht auf der Bühne. Das weiße Mikrofon gehört dem Stefan. Kein Ton. Du brauchst eigentlich einen Knopf im Ohr. Beim nächsten Mal Intercom. Ich bin ein totaler Freund von Intercom. So. Die Messe startet. So, und hier auf der Sony-Bühne geht es gleich richtig ab. Ich denke, wir drücken mal den Knopf, oder? Drück mal den Knopf. Wär gut, wenn der Stream starten würde. Was hast du eigentlich wieder mit meiner Kamera gemacht, lieber Stefan? Da ist wieder alles verstellt. Das ist ja immer das Gleiche mit dir. Stefan ist bereit. Wir sind on. Wir sind on. Noch haben wir kein Live-Bild, weil das Gerät noch ausgeschaltet ist. Moment. Aha. Ich weiß nicht, wer es ausgeschaltet hat. Ich nehme an, der Kollege aus dem Wachdienst, weil der hat nämlich auch meine Mikros weggeräumt. Ja, dann sage ich mal an alle Zuschauer und alle, die hier auf der Messe sind, ein herzliches Willkommen zum dritten Tag auf der Photopia 2022 und viel Spaß für den heutigen Tag. Wir haben wieder ganz viel vorbereitet. Um 10.30 Uhr starten wir ja. Genau, und als erstes machen wir natürlich die Vorstellung des Tages. Was findet hier auf der Sony-Bühne denn eigentlich statt? Und heute, Besonderheit, gibt es noch ganz viele neue Sachen. Sachen, die wir gestern noch nicht gemacht Ganz haben. genau. Und wenn ihr noch nicht wisst, was wir gestern gemacht haben, dann könnt ihr natürlich auch noch im Sony-YouTube-Kanal gucken, weil da gibt es die Inhalte von gestern ja auch nochmal zu sehen. Also von daher. Und die von vorgestern gibt es auch. Und die von vorgestern auch, genau. Das heißt, Ja. wir werden jetzt um 11 mit der Jana starten. Das ist die erste. Das ist vollkommen richtig. Da Ja. wird es natürlich um den Bereich Hochzeitsfotografie gehen. Und ich habe gestern Abend mit der Jana noch ein bisschen gequatscht. Und die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr witziger Talk. Und das ist ganz cool, dass wir vorher den David hatten und jetzt Jana, also zwei verschiedene Blickwinkel auf Hochzeitsfotografie. Ja. Ist echt cool, ne? Ja. Sehr nice. Ich glaube, das wird auch ein echter Knaller werden. Ja. Was machen wir danach? Danach, ja, darf ich was über die wichtigste Kamera der Messe erzählen, glaube Genau. ich. Die Sony Alpha 7 IV, die werden wir uns genau anschauen. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist hier jetzt in unserem Stream ein bisschen Energie. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Power, Stefan. Wie kriegen wir noch die Leute jetzt auf den Sony-Stand? Überleg dir mal was. Hast du eine Idee? Entweder Musik Musik, ja, wäre oder eine Option. Tanzen. Oder? Oder? Du willst singen, habe ich gehört. Ich werde nicht singen. Tut mir leid. Ach, schade. Ich hatte mich so gefreut. Ja, und danach, nachdem die Jana da war und du deinen Talk gemacht hast mit der Alpha 7 IV, kommt, glaube ich, ein bisschen Tierfotografie, richtig?
Dann kommt Tierfotografie, genau. Mit dem Sasan? Mit dem Sasan. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil den hatten wir ja vor anderthalb Jahren bei den Alpha Days dabei. Mhm. Und der macht richtig coole Sachen. Den habe ich auch schon gesehen und ja, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Ja, der war gestern auch mit dabei, ne? Ja, genau. Sasan war gestern dabei und ja. Geil. Richtig cool. Und wer gestern noch nicht dabei war, der wird sich freuen über den Act danach. Um 14 Uhr geht es nämlich weiter mit den Superhelden. Mit den Superhelden, mit unseren Superhelden. Superathleten, die genau. Hier die Bühne aufräumen werden. Die machen echt krasse Sachen, ne? Hast du gesehen, was für Muskeln die haben? Fett. Fett, ja. Ganz schön. Müssen wir ganz schön lange trainieren für, ne? Das ist so ein Ziel, ne? So werden wir in aber drei Jahren ist fast so wie bei Moritz. Fast so wie bei Moritz, genau. Genau. Also die sind fast so krass wie Moritz. Übrigens, wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Menschen, die richtig viel können, wie der Moritz, der zum Beispiel ein ausgebildeter Filmemacher ist. Wir haben Fotografen hier, wir haben wirklich geballte Power. Wer also überlegt, sich irgendwie eine Kamera zuzulegen, der ist bei uns an der besten Adresse, weil wir die Leute haben, die wissen, wie es geht. Und First Choice Sony, jetzt einfach so. Ne? Was machen wir nach 14 Uhr? Dann kommt nochmal Sanne. Richtig. Genau. Ich muss auch mal ein bisschen nachdenken, weil unser Timetable sich ja täglich ändert sozusagen und sich immer wieder verschiebt. Aber 14.45 Uhr ist Sanne dran. Dann werden wir mit Sanne sozusagen sprechen über The Way of Storytelling, ne? Wie man einen Film aufbaut, wie man sich hinsetzt und sagt, was soll mein Film aussagen. Also nicht ganz so technisch, sondern eher kreativ. Ja, ein bisschen Technik ist auch dabei, aber hauptsächlich ist es wie man eine Story aufbaut und wie man zu guten Ergebnissen kommt und wie man so ein Projekt eigentlich auch angeht. Und das fand ich halt super, super spannend die letzten Tage. Genau, und danach geht es weiter. Einmal Hauptbühne, das werden wir nicht hier zeigen. Da macht Sony eine Kooperation mit Adobe. Deshalb die Leute, die nicht hier sind, können das nicht verfolgen. Vielleicht kommt er ja doch noch. Und dann geht es um 15.30 Uhr weiter mit Videografie und auch wieder mit Jim und John. Mit Jim und John, genau. Und das wird auch eine richtig tolle Sache, weil du bist ja derjenige, der sich mit Video, mit Filme und mit der A7S3 wirklich auskennt und weiß, wie ist der Workflow, welche Möglichkeiten habe ich. Und da geht's dann. Wir haben gestern auch was revealed. Ja, ja. Jim und John haben ja gesagt, ja. Ich habe gesagt, hey, wenn wir richtig Slow Motion machen, dann können wir euch entlarven, dass ihr nicht zeitgleich abspringen. Sagt, na, wir sind immer perfekt synchron. Die 240 Bilder sagen was anderes. 240 Bilder in HD natürlich, ne? Selbstverständlich. 240 Bilder und das bei jeder Empfindlichkeit mit Augenautofokus und mit allem drum und dran. Ja, auch so ein paar Sachen, die du nachher ein bisschen weiter erläutern wirst. Genau. Und ja, dann neigt sich der Tag so langsam dem Ende, 15.30 Uhr. Ja, dann kommt Special, Reiko. Mhm. Der steht da hinten, den werden wir uns natürlich auch gleich nochmal angucken. Er ist gerade weg, aber er wird gleich wieder da sein, denke ich. Und dann werden wir ein bisschen schauen. Genau, ein bisschen aus der professionellen Linie. Genau, es gibt ja noch ein paar mehr Kameras bei Sony als nur klassisch Alpha. Ne? Und da gehen wir in die Cinema Line. Und jetzt ist mir eingefallen, wie wir ein bisschen mehr Power hier reinkriegen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal über den Stand. Wir gehen mal über den Stand. Das machen wir über den Stand. Da bin ich sofort dabei. Ich habe ja meine Kamera schon vorbereitet. Wenn ihr nicht dabei seid, auch auf jeden Fall seht, was hier los ist. Genau, als allererstes, Stefan, musst du dich mal mitten auf die Bühne stellen, damit ich mal zeigen kann, wie groß der Sony-Stand eigentlich ist und wie groß die Bühne ist. Und nicht vergessen, heute ist Samstagmorgen. Ne? Die Leute, die frühstücken noch zu Hause. Und ich habe hier auf meiner Alpha 7.4 übrigens das 20mm Objektiv. Und da steht, seht ihr den Stefan, in voller Pracht, wie er das Sony-Logo verdeckt. Nein, alles gut. Da seht ihr unseren kleinen Bühnenaufbau. Und ich möchte euren Blick auch direkt einmal nach oben lenken, weil da oben gibt es ja noch was Besonderes. Da haben wir nämlich das Shooting Range für die Teleobjektive. Die kann man jetzt hier im Weitwinkel schlecht sehen, deswegen zeige ich euch nachher nochmal aus dem Close. Aber genau. Da haben wir halt gar keinen Objektivslot, deswegen können wir das ganz gut machen. Genau, das 600er, das können wir gut machen. 200, 600... Also wir haben wirklich alles da. Wir haben jedes von unseren 70 Objektiven hier, also 68 plus zwei Telekonverter, hatten wir ja gestern herausgefunden. Genau. Wir haben wirklich alles da und hier oben auch direkt zum Ausprobieren. Also herkommen, anfassen und Infos abholen. Genau. Ja, hier ist also unsere Hauptbühne. Dann geht es hier rüber zu unserem Probereich.
Probereich bedeutet, dass wir natürlich... Willst du diesmal mit der Kamera rumlaufen? Weil einer muss auf der Bühne bleiben, sonst haben wir ja kein zweites Bild. Ah, dann geh du. Ich frag nur. Also wir können das gerne... Nee, komm, heute gehst du. Okay, gut. Also wir haben hier unseren Probereich. Da gibt es zum Beispiel unsere FX3, unsere FX6 und die ganz neue FR7. Ja, weltweit erste Vollformat-PTZ-Kamera. Und ihr seht schon, wie das funktioniert. Die bewegt sich wie aus Geisterhand, nicht ganz. Unser Geist ist der Moritz. Wir haben also hier das Control Center. Und das ist wirklich eine absolute, unique Kamera. Sowas gibt es nicht nochmal. Ganz neu vorgestellt. Was kostet die übrigens? Oh, ich höre eine 11 vorne am Anfang. Also wirklich was extrem Professionelles. Und hier seht ihr mich. Ja. Bonjour. Also unser Probereich. Dann haben wir hier einen echt super geilen Aufbau mit wie viel RX0 Kameras? 13 Stefan. RX0 Kameras. Und ihr seht schon, das ist so eine Art 3D. Eine Art 3D-Film. Und genau das machen wir jetzt mal. Aber nicht hochwerfen die Kamera, Stefan, ne? Warum nicht? Weil der Monitor drauf ist. Okay. Du hast Angst. Ja, ich habe Angst, wenn du mit der Kamera durch die Halle läufst. So, und ihr seht schon, da habe ich mich gesehen, habe natürlich meinen Ausdruck komplett kontrolliert. Dass wir dich nochmal mit ins Bild holen mit der anderen Kamera hier. Zack. Genau. Wir haben übrigens nur Sony-Equipment an Kameras hier. Also unser ganzes Streaming besteht aus Sony-Kameras, eine Alpha 7 R3, eine Alpha 7 III. Und ist sowas nicht geil, ist nicht sowas echt cool. Wer hat sich das Setup ausgedacht? Die Firma 360. Du musst wiederholen, sonst hört man es nicht. Bitte? Du musst immer die Antwort wiederholen, sonst hört man es im Stream ja nicht. Ah, die Firma 360. Das heißt, unsere RX0 ist eine Kamera, mit der man allerhand Sachen anstellen kann. Das ist so eine Art Universallösung, klein und beste Qualität. Jetzt gehe ich hinter der Wand mal ein bisschen vorbei an unsere Lensbar. Lensbar deswegen, weil wir hier sieht man es oben, alle unsere Objektive aufgebahrt haben, und damit ihr auch die alle probieren und besprechen könnt, haben wir unsere ganze Power, unsere ganze Manpower hier vereint. Ihr seht freudige Gesichter, gute Menschen, die genau wissen, wovon sie reden, und das ist bei Sony ganz normal, dass ihr hier alle Informationen bekommt, die ihr braucht. Bring mir doch mal das 600 damit, Stefan. Oh, jetzt habe ich dich nicht verstanden, Lachs. Bring mir doch mal das 600 damit. Das 600er bringe ich dir mit, wenn es nicht gerade gebraucht wird. Braucht ihr das 600er gerade? Nein? Das hole ich mir gleich ab, ja? Also ich gehe nochmal einmal hier rum. Ihr seht, bei uns ist richtig viel los. Und springe auch nochmal die Treppe nach oben. Großes Sony-Logo. Und es geht natürlich nicht nur um Technik bei uns, sondern das Allerwichtigste ist natürlich das, was dabei herauskommt. Und das sind die Bilder. Und wir haben ja bei Sony schon sehr lange die Sony World Photography Awards ins Leben gerufen. Die haben klein angefangen und sind jetzt richtig groß geworden. Die fangen am 21.10. mit der Ausstellung im Willy-Brandt-Haus in Berlin an. Und genau die Bilder haben wir hier schon ausgestellt. Das heißt, wer für den Oktober noch nichts geplant hat, dem würde ich empfehlen, einfach einen kleinen Abstecher nach Berlin zu machen und die Fotos zu machen. Stefan, hey, da bist du ja wieder. Da ist er. Schau mal hier. Hey. Also, ihr seht, wir haben einen riesengroßen Strand. Strand oder Stand? Oh, habe ich mich versprochen, ne? Ein Strand für Fotografen haben wir hier. Ein Strand für Fotografen. Nein, einen riesengroßen Strand. Und das ist ein ganz tolles Flair hier. Ihr seht, so ein bisschen wie im Containerhafen, wie es sich für Hamburg gehört. So, wie es lebt. So, ich bringe wieder runter und bringe das 600er wieder mit. Du könntest mir die Kamera auch einfach runterwerfen. Geil, das machen wir, Lachs. Ja. Traust du dich, oder nicht? Nein, das machen wir nicht. Ich hätte sie gefangen. Das ist meine Alpha 7-4, die brauche ich. Ja, es ist unsere einzige Funkstrecke mit Monitor, deshalb lassen wir das. Also grandiose Stimmung hier am Samstag auf dem dritten Messetag. Und wie... Genau, während Stefan das wollte, ich bringe ihm das 600er mit. Während Stefan gerade den Weg zurückfindet über den Stand,
kann ich ja noch ein bisschen was erzählen, weil wir haben heute wirklich viel vor. Und der erste Talk, ah, guck mal, er hat es wirklich mitgebracht. Mein kleiner Lieblings. Das Einzige, was in meiner Sammlung noch fehlt übrigens. Ne? Das ist wirklich das Einzige, was in meiner Sammlung noch fehlt. Aber eigentlich muss ich das ja so machen, oder? So wie das die coolen Fotografen machen, genau, oder so nicht? Wie, so wie ein Ghetto-Blaster. So wie ein Ghetto-Blaster, genau. Rockstar hat man auch einfach immer dabei. Rockstar die kleinen 600mm Objektive hier. Genau. Ja, wir haben jetzt hier das 20er übrigens drauf, also von 20, wir gehen sogar noch weiter runter, von 14 bzw. von 12 bis 600 haben wir alles dabei mit Konverter auf 1200mm, also eine ganze Menge an Möglichkeiten, die wir haben. Genau. Jetzt habe ich ganz schön viel erzählt, Lachs. Hast du noch was hinzuzufügen? Habe ich irgendwas? Ja, ich habe was vergessen. Was hast du denn vergessen? Unseren Rental-Stand. Das heißt, wir können natürlich euch auch bieten, dass ihr die Kameras ausprobieren könnt. Ich darf auch irgendwas sagen. Ah, okay, ich lasse dich. Ich wollte euch gerade erzählen, wenn ihr euch mal eine Sony-Kamera ausleihen wollt, und zwar nicht nur an der Theke für 2 Minuten testen, dann geht ihr einfach am Sony-Stand hinten weiter durch, da gibt es noch ein Sony-Logo und da könnt ihr Sony-Kameras ausleihen und Sony-Objektive natürlich auch. Und da gibt es auch ganz wichtig, Check and Clean. Haben wir gestern nämlich nicht ein einziges Mal gesagt. Und die Jungs haben mir gestern Abend erzählt, wir hätten noch 2, 3 Kameras mehr machen können. Wir haben schon viel zu tun, aber geht noch ein bisschen mehr. Also wenn ihr eine Sony-Kamera habt und die eine Sensorreinigung benötigt, gebt die da hinten ab. Ja, siehst du? Bei den Profis. Aber die 2 Sachen auch noch gesagt. That's it. Gut. Dann würde ich sagen, um 11 Uhr geht's weiter. Mit der Jana. Mit der Jana. Dann bauen wir die Bühne einmal um. Ciao, danke fürs Zuschauen.